Hey, willkommen auf meinem Kanal, meine Freunde. Heute zeige ich euch drei Geheimorte in GTA 5. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, haut den Like-Button. Danke für den Support. Und zwar, stellt das Auto vor den Anhänger, klettert auf den Anhänger, rennt über das Dach rüber. Auf der linken Seite ist ein Leiter. Einfach kurz hochklettern. Es geht ungefähr dahin, wo ich jetzt bin. Geht auf Jobliste. Dann einfach kurz Martin auswählen, egal welche Mission, kurz reingehen und einfach wieder rausgehen. Und jetzt seid ihr bei den alten Opa in der Fabrik drin. Nice. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist die Folterkammer. Es ist eigentlich richtig brutal, bis es eigentlich nur Rockstar Games wollte eigentlich diese Mission rausnehmen. Zum Glück doch nicht. Und zwar steht ungefähr, wo ich jetzt stehe. Ruf, geht auf Jobliste, geht auf Martin zum Beispiel wieder und zack, ihr seid drinnen. Eigentlich kinderleicht. Aber wo ist der Stuhl? Wo sind die ganzen Werkzeuge? Ich wollte doch gerne mich selbst noch foltern. Mann. Jetzt zeige ich euch noch die Schneemap. Ja, ich finde die Schneemap allgemein sehr cool. Aber jetzt kann man rumfahren, gucken, was was ist, zur Bank fahren und noch mehr. Und zwar zeige ich euch jetzt hier nicht, wie das geht. Und zwar in der Videobeschreibung zeige ich euch komplettes Video, wie man das alles machen kann. Haut rein, euer Quiz. Wie gesagt, haut rein. Ciao.